drip, drip like water. Goddamn, how here I go again. Mic check, 1-2, Attitude, Eiszeit. Mach mir nicht auf Pause, Mann, du machst Sitz, wenn ich dich beipfeif. Du lebst so weit weg von der Wahrheit. Drip. Sind wir da? Können wir rein starten? Okay, my friends, bevor das Video losgeht, schmeiße ich einmal ganz kurz die Werbetrommel. Ihr kennt hier den Energy Drink von Holy Energy. Das ist ein Placement-Partner von mir. Könnt ihr sehr gerne auschecken. Normalerweise habe ich hier immer das hier vorgestellt, das Energy Drink in Pulverform. Und jetzt kam was Neues raus. Und ich sage euch ehrlich, wie es ist. Es ist wirklich geil. Es ist wirklich geil. Es gibt Eistee jetzt hier. Leckeren Eistee. Den haben die neu. Und gestern hat mir die Mieze vorgelesen, wie man das ausspricht, weil ich kenne diese Frucht nicht. Ich weiß nur, sie riecht und schmeckt gut. Acai und Hibiskus, ist das Acai? 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 Irgendwie sowas. Ich habe das aufgemacht, ne? Und dachte mir so, ich kann es immer noch nicht erklären, wie es riecht. Aber es riecht. Ich kann es immer noch nicht erklären. Es riecht wie die krasseste Naschtüte. Stellt euch vor, ihr seid so 7 Jahre alt, ihr seid gerade auf dem Weg zur Grundschule und ihr lauft morgens am Bäcker vorbei, ne? Kennt ihr doch diese Naschtüten, die es damals beim Bäcker gab? Wo man sich dann morgens 3 von denen, 3 von denen, 2 von denen, 4 von denen so eine Naschtüte geholt hat, wo noch alles irgendwie bezahlbar war. 20 Cent Naschtüte direkt jetzt jemand totschlagen können, so fett war die. Und so riecht es nur in 100 mal krasser. Und jetzt habe ich mir einen Eistee gemischt hier in der wunderbaren Bottle. Das schüttel ich jetzt. Und dann knall ich mir das rein. Und es schmeckt umwerfend. Wie Bowlingspieler. An alle, die sich hier daran mal versuchen wollen. Ja, ihr könnt es sehr gerne machen, wenn ihr es über meinen Code, macht, der hier in der Beschreibung ist. Spart ihr 5, ich weiß es selbst nicht, 5% oder 5 Euro? Eins von beiden, jedenfalls unterstützt ihr mich da auch noch mit. Also, JGG5, Link in der Beschreibung, ab. Und jetzt kommen wir zu was Traurigem, nämlich, ich habe gehört, unser Bruder Boss Explosive geht von uns. Ist das ernst gewesen oder war das ein Troll? Wie heißt dieses? Er hat auch ein Video gemacht, warum es kein Boss Explosive Video mehr gibt, ne? Hat er nicht letzte, wo Boss Extra? Warum hört Boss Explosive auf? Habt ihr euch das Video reingezogen? Der YouTuber Boss. Also, er sagt da, dass er aufhört und stellt dann so 4 Theorien in den Raum, warum er aufhören könnte, was die Leute denken, womöglich. Was schau in die Kommentare. Also. Okay, wir gehen einfach mal rein, schauen wir mal. Ich freue mich auf jeden Fall sehr krass drauf. Ist immer ein absolutes Highlight, Digga. 25 Mal hatten wir jetzt schon die Ehre, hier die schlechtesten Deutschrap-Lines auseinanderzunehmen. Beziehungsweise darauf zu reagieren und uns köstlich zu amüsieren. Das Ding geht 9 Minuten 40, Digga. Aber dann jetzt mal richtig rein da. Sitze mit 11 Jungs am Tisch wie das letzte Abendmahl. Das letzte Abendmahl? Ach, scheiße, Alter, da brauchen wir doch wieder allgemein. Das waren die 12 Jünger. Ja. Aber wie versteht man das jetzt? Sind das jetzt die 12? Sitzen da jetzt, also wenn es 12 Jünger sind, ach Jesu und seine 12 Jünger, okay. Ja, dann macht's keinen Sinn, Digga. Es sind Zeile, die hätte ich aber auch kicken können, Digga. Sitze mit 11 Jungs am Tisch wie das letzte Abendmahl. Die leider fällt. Gib mir eine Runde, bumm's euch in den Tod. Waffe an den Kopf, du wirst rot wie ein. Auf Tod muss ich schreiben, du wirst rot wie ein. Ach, jetzt so. Digga, das ist so unbelievable manchmal. Du wirst rot wie ein Boot, Digga. Digga, du wirst rot wie ein Boot. Ach, geh zur Seite! Es ist wirklich unbelievable, sowas zu rappen, Alter. Ich schreibe diese Bars hier nicht für Promo oder Fans und ficke jeden Hurensohn, der sowas von mir denkt. Irgendwann später. Meine fünfte Platte kommt, Bruder, eiskalter Engel. König der Doppelmoral. Später.
Ich schreibe diese Bars hier nicht für Promo. Ich ficke jeden Hurensohn, der sowas von mir. Ja, aber hä, wo ist denn da der Widerspruch? Ich schreibe diese Bars hier nicht für Promo oder Fans. Irgendwann später. Meine fünfte Platte kommt, Bruder, eiskalter Engel. Das verstehe ich nicht, Digga. Ach, weil er Promo macht. Ja, gut. Das finde ich jetzt nicht so krass. König der Doppelmoral, fertig. Hey, dieses Statement ist auch zu heftig, Alter. Ich aus. Pearl Harbor war ich. Ich sag's, weil ich... Pearl Harbor war ich, Digga. Aus. Pearl Harbor war ich. Ich sag's, weil ich Eier hab. Wie bitte? Du Arschloch, denkst du bist intelligent wie Einstein. Kein Scheiß, in Wirklichkeit bist du so klug wie Einstein. Ich bin wortgewandt, du Horst, du Hans, Digga. Adidas Superstar Retro Style und du bist für mich Luft, Baby. CO2. CO2 ist Sauerstoff. Oder? Den Stundenplan. CO2 ist Sauerstoff. Guter Junge. Krasser Beat, krasse Nummer. Angelehnt an irgendwas. Der ist guter Junge, guter Junge. Ah, eine Wu-Tang-Nummer. Das ist irgendein Wu-Tang. Guter Junge. Deine Mutter, sie ist gute. Kohlenstoffdioxid, das ist doch richtig. Nutte. Deine Mutter, sie ist gute Nutte. Mhm. Yo, Lars. Wir haben ja abgemacht, dass du ein Feature auf meinem Album bekommst. Schreib bitte meinen Bart mit. Ich zahl dir auch mehr. Geht klar, Enes. Kann ich machen. Bitte achte darauf, dass es nicht zu sehr nach Ghost Rider klingt. Dieses Hip-Hop-Zeugs und so, das man von dir kennt. Mach dir keine Sorgen. Der Song da. Gestern hat nichts, heute umgekehrt. Switch Stance. Yeah, pay diese Dues hier schon länger. Wu-Tang forever. Das ist lustig hier. Das ist lustig. Aber man muss ja sagen, diesen Chatverlauf, der ist ja, den gibt es ja nicht so wirklich. Das ist ja einfach, Boss Explosive hat das jetzt doch hingestellt, dann ist es natürlich lustig. Wenn es den wirklich geben würde, dass Bushido zu Lars sagt, ey, mach nicht, dass es so auf Ghost Rider klingt, so lass dein Hip-Hop-Quatsch ein bisschen weg. Und dann wird der Einstieg von Bushido wirklich so sein. Das wäre halt richtig krass. Yeah, pay diese Dues hier schon länger. Wu-Tang forever. Gibt es den Chatverlauf? Pay diese Du, das ist aber auch, das ist wirklich so, du hörst richtig Lars raus, Digga. Pay diese Du's hier schon länger, Wu-Tang forever, das ist richtig. Twitch Stance. Yeah, pay diese Du's hier schon länger, Wu-Tang forever. Bushido sagt Wu-Tang forever. Digga, ich wette, der kennt keine drei Mitglieder von Wu-Tang, Digga. Jetzt kommt er, doch, das sind die Besten, die sagen, doch, Redman. So viele denken, Redman ist bei Wu-Tang, Digga. Wu-Tang forever. Lieferando kriegt zum vierten Mal einen Anruf. Wie er sie extra schielend gemacht hat, also ein bisschen dumm auszusehen, Digga. Es gibt keine Folge ohne ihn. Danke für die Erinnerung, Digga. Es gibt keine Folge ohne ihn, Digga. Lieferando kriegt zum vierten Mal einen Anruf. Gestillt, bart wie die Mähne von Berglöwen. Berglöwen. Ein Puma. Ja. Er hat einen gestutzt, Digga. Ist doch gut, hat einen gestutzt, den Bart. Wie Homer in der Erziehung, den Bart gestutzt, so wie Homer bei der Erziehung. Bart wie die Mähne von Berglöwen. Eine Sparte in einen zum Teigen, es gibt meinen Wald keinen besseren, nein. Wie rappt er denn? Mähne von Berglöwen. Eine Sparte in einen zum Teigen, es gibt meinen Wald keinen besseren. Ich baller den einen zum Teigen, es gibt meinen Wald keinen besseren, nein. Nein, als Zett gibt's nie. Hau die Bitch weg, doch sie kommt zurück wie ein... Hey, ja. Lasst uns das Thema gerne nochmal neu aufgreifen. Kommt zurück wie ein Frisch. Here we go again. Here we go again, ja. Ihr habt alle keine Ahnung, es ist wirklich so. Ihr habt alle keine Ahnung, Digga. Ihr habt alle keine Ahnung. Ein Frisbee kann zurückkommen, Digga.
es ist natürlich lustig, weil jeder denkt sofort an den Bumerang und jeder, der sagt, es kommt zurück wie ein Frisbee, sieht so aus, als wäre er einfach dumm und würde ein Frisbee mit einem Bumerang verwechseln. Aber de facto ist es so, ein Frisbee kommt zurück, Digga, wenn du es richtig wirfst. Du musst es einfach in so einem 45-Grad-Winkel werfen, dann kommt es zurück. Und jetzt kommt mir nicht mit, wenn ich die Flasche hochwerfe, kommt sie ja auch zurück. Ja, klar, jeder Gegenstand, den du hochwirfst und er schwer genug ist, kommt auch zurück im Sinne von runterfallen. Aber wirf mal irgendeinen Gegenstand 45 Grad nach vorne, Digga, der kommt nicht zurück. Aber eine fucking Frisbee kommt zurück. Ja, es ist so. Ich bin Frisbee-Trainer, Digga. Gibt's nie. Hau die Bitch weg, noch sie kommt zurück. Ich schwacke so ein bisschen zwischen, das ist total krass gerappt und es ist total peinlich. Kein besseren Nein. Gibt's nie. Hau die Bitch weg, noch sie kommt zurück wie ein. Here we go again. Auf. Das will ich sehen. Haben wir das nicht schon mal geguckt? Baby, was haben wir da? Wir haben schon mal geguckt, wie jemand ein Frisbee wie auf die zurückkommt. Nee, ich glaube, jedes Kind weiß nicht, dass der Frisbee zurückkommen kann. Wir haben diese Diskussion, die schleppen wir schon sehr lange mit uns rum. Zähler-Style, aber halt nicht so schnell. Diesmal auf Japanisch, Arabisch, Französisch, Türkisch und Deutsch. Japanisch. Und es ist wahrscheinlich nicht Japanisch. Japanisch. Takeshi, Yamaha, Sushi Bar, Hongkong. Aber Echo Fresh hat eigentlich auch einen eigenen Slogan verdient. Weil es gibt auch keine Folge ohne Echo Fresh, Digga. Kung Fu. Alles ab. Honda, Mitsubishi, TomTom. Hyundai. Kawasaki, Shanghai. Eieieiei. Shaolin. John Woo, Jackie Chan, Jet Li. Yokohama, Casio, Huawei. Subaru, Saigon. Er war stets bemüht. Manchmal komm ich mir wie Hitler vor. That escalated quickly. Manchmal komm ich mir wie Hitler vor. Es gibt den Deutschen ihre Stärke und den Blick nach vorn. Digga. Digga, das ist wirklich. Digga, muss das? Ich kauf eine Kette und der Goldpreis sinkt. Inflation. Falsch. Direkt auch wieder falsch, Digga. Ja, Digga, das check ich doch nicht. Völlig, also ist es nicht ein bisschen verkehrt, es ist komplett. Wäre es eine Inflation, wenn der Goldpreis steigt, logischerweise, okay. Ja, ja, schon klar. Absolut verkehrt. Ich komm ins Gericht. Oh, Grammatikfehler, das liebe ich so. Ich bin so ein kleiner Grammar-Nerd, Digga. Ich bin auch manchmal so, sagen mir Leute, wenn ich mit denen rede. So, ey, du musst einen immer verbessern. Obwohl ich bin ja selber jetzt nicht so der krasse, eloquente Typ, so. Eigentlich gar nicht so. Ich kann halt, ich weiß gar nicht, ob ich fehlerfrei reden kann, Digga. Aber ich weiß halt manchmal so, wenn so Leute mit mir sprechen, denke ich mir schon so, Digga, das ist falsch jetzt. Ich zahl. Ist komplett. Ich komm ins Gerichtssaal. Absolut verkehrt. Ich komm ins Gerichtssaal. Ich komm ins Gerichtssaal. Den Rauchmasken sieht man nur die Augapfel. Nee, sieht man nur die. Ah, Digga, du musst auch aufpassen, wenn du jetzt darüber lachst, dann hast du gleich mit den Rassistenstempel auf dir stehen, Digga. Ich bleib am Block, weil mein Outfit nicht ins Club passt. Was, Digga? Yeah, jetzt ist dein Kleinstadt geschockt. Jetzt ist dein Kleinstadt geschockt. Da müsste aber auch eigentlich Moneyboy rein. Er wurde auf offener Straße erschießt, fuck. Ich sein dich nicht, weil du wie ein Schwuchtel rappst. Ja, okay. Genau, wir sind die Jungs aus dem Tagesschau. Spürst du diesen Karma? Red nochmal von Schutzhallen und ich fick deine Mutter. Ich piss immer noch ins Pool, deine Frau. Boxe weiter in dein Milchgesicht, bis mein Faust blutet. Du, ei. Du hast ein 100.000 Euro Kette, zieh ihn aus. Zieh ihn aus. Du hast 100.000 Euro Kette, zieh ihn aus, Digga. Das ist gut.
sitzen. Flauschiges Kaninchen fällig. Lausche an Karibikstränden, rauschenden Pazifikwellen. Und jetzt ist das der Pazifik. Es gibt. Der Pazifik liegt an keinem Ort der Karibik. Ich glaube, das hat mir doch schon mal. An Karibikstränden, rauschenden Pazifikwellen. Ja, das haut halt nicht ganz hin, ist aber trotzdem ein geiler Reim, Digga. Wenn über dir die Wolke weint, treffe deinen Mörder mit den iPods in den Ohren. No. Oh. Yeah. Mit den iPods. Jetzt check ich's erst. Mit den iPods in den Ohren, Digga. No. Yeah. Boah, dieser Song ist, wie heißt denn dieser Yap-Song, dieser... Denn ich bringe dieser Weg. Hey Digga, Echo Fresh ist glaube ich in jeder Folge 8-mal dabei. Ich sag dir ehrlich, wie es ist, Digga. Ich sag's dir wirklich. Um sie, esse danach eine Pizza Fungi. Denn ich bringe diese Wichser um sie, essen danach eine Pizza Fungi. Das ist halt so. Das ist auch Echo so unfassbare Random Bars hat. Ist auch so. Also. Abgesehen davon, es ist so unfassbar, es ist einfach auch nicht logisch, dass man erst jemand umbringt und danach isst er was. Aber selbst wenn die danach noch in der Lage wären, eine Pizza Fungi zu essen, ist es so sinnlos. Selbst wenn er nicht sagt, ich bringe sie um, sondern ich kicke sie um. Sie essen danach eine Pizza Fungi, das ist so sinnlos, Digga. I'm confused. Jemand wie dich gibt's nur einmal. Ja, ich weiß, dass wir haben es nicht einfach. Doch wenn einer von uns geht, wird's nicht leichter. Steht es kompliziert wie der Dreisatz. Ja, der Dreisatz ist wirklich kompliziert. Ey, der Dreisatz, ey, glaub mir. Also der Dreisatz, ich war, das liegt halt bei mir alles schon länger her, so, ne, zu meiner Realschulzeit und auch davor, so 8., 9. Klasse. Auch davor, ich war eigentlich immer ein sehr kluger Schüler und sehr guter Schüler. Und ich war wirklich sehr gut in Englisch, Deutsch und Mathe, ne. Und mein Vater, als ich mit meinem Vater früher Mathe gelernt habe, so mein Vater hat mir immer gesagt, alles so im Dreisatz beigebracht, so, ne. Und Dreisatz ist halt wirklich unglaublich. Also eigentlich ist Dreisatz total einfach. Dreisatz ist einfach ein unglaublich guter Rechenweg, um einfach auf Ergebnisse zu kommen. Und Shit ist kompliziert. Wie der Dreisatz ist halt wirklich, ist, ja. Wir haben es nicht einfach, doch wenn einer von uns geht, wird es nicht leichter. Shit ist kompliziert wie der Dreisatz. Meine Ehre ist mir wichtiger als Geld und dein Onkel ist für mich der größte Gruppe dieser Welt. Hier. Aus Random Line 2006. Meine Ehre ist mir wichtiger als Geld und dein Onkel ist für mich der größte Krüppel dieser Welt. Naja, es kommt halt, wenn die so aus dem Kontext gerissen ist, ne, ist natürlich total sinnlos, aber vielleicht sind die Zeilen davor ja über irgendeine Person, mit der er Streit hatte und dann macht es mit dem Onkel vielleicht mehr Sinn, so, aber so einfach aus dem Kontext gerissen ist es halt total random und weil ich es vorher vergessen hatte, jetzt nochmal. Es gibt keine Folge ohne ihn, Digga. Was, Mörder, du bist gefährlich wie Säuglinge. Du bist gefährlich wie Säuglinge. Ich wie Häuptlinge, giftig wie eine Kreuzspinne. Okay, also das ist ja von vielen Spinnen. Okay, die Kreuzspinne ist ja die Spinne, die hier auch rumläuft, hier bei uns, ne, die man so kennt. Und die ist ja nicht giftig. Das ist ja die Hausspinne, die hier oft rumläuft. Ach so, es ist nicht gefährlich. Okay, ja. Aber das ist ja auch so sinnlos zu sagen, du bist gefährlich wie ein Säugling. Allein das wäre ja die Highlight-Seite gewesen. Ich wie Säuglinge, ich wie Häuptlinge, giftig wie eine Kreuzspinne. Das Gift der Kreuzspinne ist für den Menschen nicht gefährlich. Die vorne am Kopf sitzenden Giftklauen sind kurz und können die menschliche Haut kaum durchdringen. Wenn dies doch einmal klappt, etwa bei Kindern, juckt die Haut und der Biss ähnelt dem eines Mückenstichs. Ja, trotzdem Thema verfehlt. Sie ist trotzdem, unterm Strich ist sie giftig. Es geht ja nicht darum, dass sie nicht giftig ist, sondern es geht nicht darum, dass das Gift für die Menschen nicht schädlich ist. Die vorne am Kopf. Das Gift der Kreuzspinne. Also hat ja Macho trotzdem recht. Ist für den Menschen nicht gefährlich. Ich bin so lost, hilf ich auch. Die vorne am Kopf sitzenden Giftklauen sind kurz und können die menschliche Haut kaum durchdringen. Oh, wenn ich so jemanden rappen höre, Digga, das ist wirklich... Ich schmeiß mir den Pendler der Welt. Gewaltige den Pitbull auf Age. You what? Gewaltige den Pitbull auf Age. Aha. Sunny. Schick deine Eltern von den Bahamas aus eine Briefmarke. Eine Briefmarke.
mach dein Face voll Kleber. Komm mit dem Baseballschläger, komm vom Urlaub und deine Bitch sagt nur noch fick mich, Kegel. Grenzwertig. Aber wie er float ist doch. Grenzwertig. Boah. Grenzwertige Aussage. Ich glaube, ein bisschen mehr hat es grenzwertig. Von den blacken Sachen, Alter, ist bei mir alles offen. Egal ob 11, 12, 13, 14. Hauptsache besoffen. Nigga, what the fuck? Sechsmal Bushido, 20 Mal Echo.